Seit der letzten Legislaturperiode von Rot-Rot ist Berlin die Hauptstadt der direkten Demokratie. Wir haben damals durchgesetzt, dass Volksentscheide und Volksbegehren leichter durchgeführt werden können, als es bis dahin der Fall war. Und damit ist Berlin von Platz 16 auf Platz 1 in der direkten Demokratie nach oben geschossen. Das nutzen natürlich nicht nur progressive Kräfte in der Stadt aus, sondern auch die Konservativen. Und so haben die Kirchen in Kooperation mit der CDU und der FDP ein Volksbegehren gestartet und am 26. April wird ein Volksentscheid stattfinden. Dort geht es um die Frage, ob Religion Wahlpflichtfach sein soll oder wie bisher ein freiwilliger Unterricht, den die Schülerinnen und Schüler, die ihn wollen, besuchen können. Rot-Rot hat nämlich auch den Ethikunterricht eingeführt. Und im Ethikunterricht sollen alle Schülerinnen und Schüler gleich welcher Herkunft, welcher Religion oder welche Sichtweise auf die Dinge des Alltags auch immer miteinander lernen und sich über ihre unterschiedlichen Werte und Sichtweisen austauschen. Wir wollen und betrachten das als einen Beitrag zur Integration, dass alle miteinander lernen und nicht in den jeweiligen Religionen unterrichtet werden, ohne jemals ins Gespräch miteinander zu kommen. Und deswegen fordern wir Sie auf, stimmen Sie am 26. April mit Nein, stimmen Sie für Ethik und Religion gegen einen verpflichtenden Religionsunterricht hier in Berlin.